Vielleicht ist Virginia doch nur ein kleines Mädchen mit einer blühenden Fantasie. Alle sagen, dass mein Dessert das Beste von allen ist, Mademoiselle Elise. Die beiden Schüsseln waren im Handumdrehen leer. Gerade, dass ich das Tellerchen hier noch für Sie retten konnte. Na, schmeckt's? Das ist aber auch ein gutes Rezept. Der Clou ist ein kräftiger Schuss Grand Marnier. Ein Gartenfest bei den Fonstens. Hélène und Paul haben mich mit ihren Freunden bekannt gemacht. Lauter junge Paare, die sie vom Tennisspielen oder aus dem Schwimmbad kennen. Alle sind so nett zu mir. Manchmal komme ich mir vor wie das Maskottchen des ganzen Viertels. Das sind doch reizende Leute, die Freunde von Paul und Hélène. Und wie sich alle um sie bemühen. Hat dieser Stéphane Miroir vorhin doch lauthals verkündet, sie seien das hübscheste Mädchen in der ganzen Stadt. Sie hätten das Gesicht seiner Frau sehen sollen. Diese Sophie passt überhaupt nicht zu ihm. Er so fröhlich und sie immer miesepetrig. Na, Lise, alles in Ordnung? Fühlen Sie sich wohl? Hoffentlich strengt Sie der ganze Trubel nicht zu sehr an. Nein, 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 Monsieur Paul. Ich glaube, Mademoiselle Elise genießt es sehr, unter Menschen zu sein. Aber ich kann sie ja mal dort drüben ins Wäldchen fahren. Da ist es ruhig und sie kann ein bisschen schlafen. Gute Idee. Dann bis später, Elise. Paul, wo bist du? Wir brauchen Nachschub. Der Weißwein ist alle. Ist gut, ich komme dir helfen. Pauls Hand, die meinen Arm berührt, hinterlässt ein Gefühl der Wärme. Ach, Benoit. Ich vermisse dich so sehr. In der Küche haben Sie vorhin erzählt, dass Pauls erste Frau an Krebs gestorben ist. Sie war die Mutter von dem kleinen Renaud, der ermordet wurde. Ach, das ist schrecklich. Dann war Hélène also Pauls zweite Frau. Das hatte sie nie erwähnt. Und Renaud war Virginies Halbbruder. So, ich lasse sie jetzt allein. In einer halben Stunde komme ich und wecke sie. Lise, Lise, schläfst du? Du lügst. Wenn du schläfst, wie kannst du mich dann hören? Weißt du, ich glaube, die Bestie der Wälder wird es bald wieder tun müssen. Sie kann nicht lange einfach so herumsitzen, verstehst du? Ich glaube, sie ist eifersüchtig, weil ich mit dir spreche. Sie will, dass ich mich nur mit ihr abgebe. Aber ich hab dich gern. Ich bete jeden Tag, dass sie dir nichts tut. Ich habe hier sogar einen Zettel mit den Namen von anderen Kindern hingelegt, damit sie auf andere Gedanken kommt. Hier bleibt der Atem stehen. Dieses Kind muss total verrückt sein. Eine Nachricht für die Bestie der Wälder. Jetzt muss ich wieder zu den anderen, sonst könnte es gefährlich werden. Nein, warte, Virginie!